Startposition. Schläger mit beiden Händen halten und stehe seitlich zur Grundlinie. Schlägerkopf auf Kniehöhe und der Schläger zeigt hinten zum Boden. Schlage den Ball jetzt von hinten unten nach vorne oben. Treffpunkt. Beide Handgelenke sind stabil, seitlich vor dem Körper treffen und die Schlagfläche ist nahezu senkrecht. Endposition. Der Schläger ist vorne oben in Schulterhöhe. Und wieder zurück in die Startposition. Verwende zu Beginn, wenn möglich, druckreduzierte Bälle. Treffpunkt seitlich vor dem Körper. Trainingsaufgabe. Jeder saubere Treffer gibt einen Punkt und fängt der Werfer den Ball, zwei Punkte. Schaffst du bei 10 Schlägen 10 Punkte? Dann geht's weiter zum nächsten Schritt.